schönen guten Tag, der Hombi von Hombis Welt hier. Ich grüße euch. Ich bin unterwegs zu der Provinz Groningen in den Niederlanden und mache da 5 Tage Urlaub. Dieses Video wird ein Urlaubsvlog. Wer also Bock darauf hat, einfach, dass ich mitnehmen, dranbleiben. Ich habe, wie ihr seht, mein Bike dabei. Das heißt, ich werde da in Groningen E-Bike-Touren machen. Ich werde auch wahrscheinlich wandern. Das filme ich aber separat. Das heißt, da gibt es separate Videos für. Und wie gesagt, wer mich begleiten will, gerne dranbleiben. Ja, ich bin jetzt losgefahren. Ich komme um 10 Uhr an. Ich habe da so ein kleines Häuschen. Das zeige ich euch natürlich dann alles in dem Vlog. Ja, und jetzt bin ich um 10 Uhr bin ich da. 16 Uhr komme ich rein. Aber ich will dann vor Ort den Tag auch nutzen und schon mal eine Runde radeln. Da ist so ein See, da kann man drumherum radeln, das sind irgendwie 20 Kilometer. Ja, also wer Bock hat, begleitet mich. Der Vlog wird, wie gesagt, ein bisschen wir wahrscheinlich, ein bisschen durcheinander. Aber so ist das manchmal in so einem Vlog, ne? Ich freue mich drauf und wir hören, ne? Bestimmt eine Frikandel. Aber jetzt fahren wir erstmal. Tempomat und go. Ganz gemütlich. Ich bin ein gemütlicher Fahrer. Ehrlich. Ich fahre meistens bei so langen Strecken, packe ich mich einfach hinter so einem LKW, Tempomat rein und rollen lassen. Da kommt man nämlich ohne Stress an. Dieses ständige Überholen und Bremsen und Blinken und oh, da habe ich keine Lust drauf. Also ganz gemütlich. Und letztendlich auf eine Strecke von, weiß ich nicht, waren das jetzt 220 Kilometer. Ja, da kommt man vielleicht eine Viertelstunde früher an, aber dafür ist man dann gestresst, da brauche ich nicht. Bis gleich, würde ich sagen. Ich würde sagen, am Ziel. So, ich bin angekommen, habe Parkinformationen bekommen, aber ich komme noch nicht ins Häuschen rein. Ich kann da auch nicht parken. Das heißt, Fahrrad absatteln und dann drehen wir eine Runde. War eine relativ coole Fähre, die fährt immer alleine. Man musste auf so einen Knopf drücken. Die gute Dame, die da nur war, das war nur jemand, die hat Umfragen gemacht. Ich habe nichts verstanden. Aber cool, ne? Auf den Knopf drücken, dann fährt die rüber, kostet nichts. Klasse. Ich bin ja übrigens immer noch am Zuidler Meer. Wie spricht man das? Ui. Man sagt bei der Ausfahrt ja auch Uit, 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 Uit. Weiß nicht, wie spricht man das denn? Ja, aber eine richtig schöne Ecke hier. Aber das seht ihr ja dann auf meinen anderen Touren. Jetzt geht es Richtung Häuschen. Zwischendurch Mittagessen. Habe ich gerade schon gesagt, ne? Und dann ist irgendwie 15:30 Uhr, bin ich wieder dann am Platz und 16 Uhr komme ich rein, vielleicht ein paar Minütchen eher. Auto ausladen, einkaufen und dann gucken wir weiter. Ohne Willkommensregandel geht gar nichts. Also ohne Frikandel Spezial in Holland geht doch gar nichts, oder? Das ist immer der kleine Willkommensnack. Tradition. Macht ihr das auch so? Ja, ich check jetzt den Platz ab, dann gehe ich nochmal zur Rezeption. Daumen drücken, ob ich schon reinkomme. Gehen wir mit meiner Runde zu Ende. Irgendwie 30 Kilometer waren das jetzt. Nicht irgendwie, sondern ja 29,8. War schön. Aber wo ist die Sonne hin? Ich hatte die mitgebucht 5 Tage. Finde ich jetzt doof. Ja, und ursprünglich wollte ich hier auch eine Wanderung machen. Hier einmal um das, wie hieß das jetzt, das Ding? Südmeer drumherum, das wären 20 Kilometer laut Komoot.
Aber das sind, ich bin jetzt mit dem Rad rumgefahren, das ist alles nur so asphaltierte Wege. Man sieht auch nicht viel von dem Meer, außer dieses Stück, wo der Strand ist. Tu ich mir nicht an. Ist doch nur Abgelatsche. So, pünktlich 16 Uhr. Da ist mein Häuschen. Gucken wir uns das zusammen an. Ne? Machen wir sofort die Roomtour gemeinsam. Oh, cool. Guck mal. Da sitzen, da Wasser, Bierchen. Ja, das ist meine Hütte. Ah, Schuppen. Der leere Schuppen. Strom zum Bike laden. Aber ich glaube, das Bike schläft bei mir drin. Habe ich ja noch nicht so lange und dann hat er nachher Angst. Das ist ja cool. So, willkommen! Oh, Gästeklo? Also ich gehe davon aus, dass das ein Gästeklo ist, ne? Hier ist wahrscheinlich eine Abstellkammer. Ja, Wasserzähler. Internet. Ja. Gucken wir mal, ne? Ich weiß ja, was da drin ist. Ich habe Bilder gesehen, ne? Ihr nicht? Oh, hier muss ein bisschen gelüftet werden. Ja, Wohnzimmer, Terrasse. Homies Kochstudio. Cool. Waschmaschine. Ich habe auch nicht vor zu waschen. Aber man könnte. Das ist eine Spülmaschine. Homies Kochstudio ist hier perfekt ausgelegt. Schlafzimmer. Ja, und jetzt kommt's. Soll ich mal ein bisschen Licht machen? Die Sauna. Ist auch noch eine Dusche. Hier ist eine Whirlpool-Badewanne. Da bin ich. Hier ist eine Dusche. Na, hier sieht man natürlich nichts, aber oh, hier riecht das schon gut. Und ich habe so ein Saunazeug. Geil. Bedienung, einen Ausschalter. Unabhängig von einem Ausschalter. Licht in der Sauna ein und aus. Könnt ihr aber Licht machen, ne? Ja, guck mal. Hier richtig mit Aufguss. Boah, geil. Ja, Leute. Das wird die Roomtour. Temperatur wählen. Bitte halten Sie den, bitte schalten Sie dann den Saunagang sofort ab. Ja, dann müssen wir mal gucken, auf wie lange die vorheizt und aufheizt. Weil ich habe auf jeden Fall vor, in die Sauna zu gehen öfters. Bietet sich ja an, ne? Ja, dann werde ich jetzt mal mein ganzes Zeug rauspacken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Streich, würde ich sagen. Ja, wir kommen aus dem Paket. Der Reinig von Paula. Apartment Nummer 506. Ja, ich bin aber 502. Dann läuft. Streichhölzer, Schwamm, Abtrockentuch nehme ich an, Mülltüte und Spülmaschinentab. Ja, super. Ja, ich war gerade einkaufen im Jumbo und habe festgestellt,
wenn ich auch hier kochen möchte, dann brauche ich auch so Sachen wie Pfeffer, Salz, Öl und ein bisschen, ne? Frühstück habe ich gekauft und ja, 70 Gulden. Ja, wisst ihr Bescheid. Aber Äpfelchen. So kann man das aushalten. Also da ist irgendwas mit Schwein und Bacon. Gucken wir mal. Ich kann da nicht lesen, ne? Und die App, oh, die App hat was Geiles gesagt. Die App hat das übersetzt mit Schweinesklave mariniert. Geil. Was würdet ihr besser finden? Hier zu sitzen, auf dem Wasser zu gucken, dafür keine Privatsphäre zu haben? Oder wie drüben, hinter einer Hecke zu sitzen, das Wasser nicht zu sehen? Dafür hat man Privatsphäre. Aber das sind auch Vierer- oder Sechserhäuser, also mit Familie und Co. Und hier ist schon ein Kind gegenüber, das pfeift die ganze Zeit, das Kind, der ist, weiß ich, 12, 13, 14 oder so, der pfeift die ganze Zeit. Ich will doch mal eine Ruhe haben. Sauna läuft. Gucken, wie lange es braucht, bis die heiß ist. Vor allem bei dem, da ist so ein Drehrad bei, wie warm man das einstellen kann, da ist nur 0 und Max. Ich weiß, also Zahlen wären mal nicht schlecht, so mal 60 Grad, 70 Grad. Warten wir mal ab, müssen wir es rantasten, ne? Boah, ist das alles geil. Oh, lange nicht gemacht. So, zweite Runde. Guten Morgen. Ja, Nacht war okay, würde ich sagen. Betten, naja, geht so. Aber ich war auch gestern richtig kaputt. Ich koche mir jetzt ein paar Eier. Und dann starten wir in den Tag, ne? Ich habe vergessen, Kakao zu kaufen. Ich muss, glaube ich, gleich Bier trinken. Nein, war Spaß. Ich würde nie Bier trinken. Aber, das ist doch der Geilste in Holland, oder? Jetzt seid mal ehrlich. Und dann pur zartbitter. So ab und zu liebe ich ja dieses holländische Brot, ne? Hat einen Nährwert wie ein nasses Tempo, aber geil. Dazu hier schön lecker Eichen, sieht man das? Oh, oh. So, wie ihr seht, bin ich auf Tour. Ich starte jetzt die Tour zur Nordsee. Das sollen 109 Kilometer sein. Ich bin noch nie über 109 gefahren. Ja, gucken wir mal, was raus wird. Das seht ihr aber in einem separaten Video, weil sonst macht so ein Vlog ja nie Sinn. Also, gerne Kanal abonnieren, liken, kommentieren. Das hilft mir unheimlich weiter. Vor allen Dingen, es kostet ja nichts, ne? So ein Abo kostet nichts. Und warum nicht? Ich freue mich darüber. Many hours later. Muss euch was erzählen. Bin gerade wieder hier. Hab eine Tour gemacht. 116 Kilometer. Restreichweite 5 Kilometer oder 4 Kilometer, weiß ich jetzt nicht mehr. Alter Verwatter, und die letzten 70 Kilometer gefühlt nur Sturm, Sturm, Sturm. Wind, stürmiger Wind, windiger Sturm. Wind mit Nieselregen, Wind. Habe ich Wind erwähnt? Ja. Dann kam von links und rechts dieses Wind und Sturm. Boah, ich hatte zwischendurch eine Laune. Hölle. Ja, und dann irgendwie gab es noch die ganze Zeit nichts zu trinken und ich hatte nichts mehr zu trinken. Boah, da habe ich Durst. Ja, da habe ich so einen Sparladen gefunden, habe ich mir dann Cola gekauft und ja, im Eifer des Gefechts habe ich dann clever überlegt und habe einfach mal eine Packung Spaghetti mitgenommen, die werde ich gleich machen. Und Spaghetti und eine Mettwurst und ich habe noch ein paar Tomaten, da werde ich mir so ein Nudelzeugs von machen. Oh, da war auch in der Stadt, da war irgendwie mehrere Eisdielen, Cafés, alle zu, ganz doof. Aber könnt ihr selber in separaten Videos sehen. Ist Wannerhausnummer. Ich würde mich jetzt ja, Hose mal ausziehen und mal was kochen. Na, Homies Kochstudio schon abonniert? Da mal los. Link ist unten in der Beschreibung. Mm. Oh. Mahlzeit würde ich sagen, ne? Auf euch. Ja, da
fehlt jetzt irgendwie Zwiebel, Knoblauch, Gewürze, Kräuter. Und besser als nichts. Viel besser als nichts. Also ich würde sagen, so kann man das aushalten, oder? Oh Leute, ich habe gerade einen Krampf im Innenoberschenkel des Jahrhunderts. Und ich weiß gerade nicht, wie ich den wegbekomme. Sobald ich mein Bein anwinkel, kommt er wieder. Oh, ich habe gerade mal gegoogelt, man soll in eine Badewanne gehen. Witzig. Also Badezusatz in eine Whirlpool-Badewanne ist so ein bisschen wie Bierzapfen. Man muss den Schaum beobachten. Ja, guten Morgen zum Mittwoch. Ja, 5.07 Uhr. Ich bin wach. Viertel vor fünf bin ich wach geworden. Gestern habe ich so um 11 gepennt. Man hätte eigentlich meinen müssen, nach dieser Mördertour von 116 Kilometern müsste ich eigentlich bis um 11 schlafen. Aber soweit ist mir irgendwie nicht gegönnt. Oh, ich merke meine Beine krampfen ganz schön. Ich denke mir, das lag daran, dass ich am Ende noch Gas geben musste. Aber das dazu natürlich im Video mehr. Ja, ich werde jetzt gleich bisschen was frühstücken. Entschuldigung. Dann werde ich eben zum Jumbo fahren. Was zu essen einkaufen. Da fahre ich aber mit dem Auto hin. Magnesium kaufen, ganz wichtig. Und Deo kaufen. Ich habe mein Deo ja vergessen. Ja, und dann gucken wir mal, ob ich mich auf Fahrrad setze. Bin mal gespannt. Und dann nach Groningen fahre. Das sind eine Strecke, glaube ich, 15 Kilometer oder 16 Kilometer. Aber dann mit voller Pullo-Unterstützung und ganz gemütlich. Mal gucken, ob ich überhaupt sitzen kann. Wenn nicht, fahre ich halt irgendwie mit dem Auto. Nur in Groningen soll man bescheiden parken können. Ja, wir gucken mal, was der Tag bringt. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. So, liebe Leute, ich habe mich jetzt angezogen, fertig gemacht. Also Radeln ist heute nicht, das Wetter ist immer so, ja, das zwischen bewölkt und Sonne und Regen und kein Regen. Ich buche mir jetzt in Groningen einen Parkplatz, kostet 10 Euro am Tag. Und dann fahre ich mit dem Auto nach Groningen und dann schauen wir mal weiter. Da nehme ich aber nur das Handy mit, da werde ich wahrscheinlich dann mit dem Handy nur so filmen. Many hours later. Ja, wie ihr gesehen habt, ich habe keine Aufnahmen von Groningen. Also war heute ein ganz doofer Tag. Also ich hätte besser im Bett bleiben sollen. Das war irgendwie in Groningen, war alle 10 Minuten entweder Sonne oder Regen oder Wind. Da war wirklich richtig mies das Wetter. Da habe ich gedacht, warum gehst du wenigstens zur Massage? Keine Termine. Gehst du wenigstens zum Friseur und lässt dir eine Glatze rasieren? Keine Termine. Ja, da habe ich da Kimmeling gegessen und bin dann wieder hierhin gefahren. Geil ist, ich habe online ein Parkticket gekauft, 10 Euro den Tag. Ja, aber das hat nicht so funktioniert, weil die Anlage bei denen irgendwie kaputt ist. Das heißt, ich habe keinen am Rohr bekommen, ich habe keinen, ich hatte da mit zwei Holländern, hatte ich dann noch gesprochen, die hatten das gleiche Problem. Also der hat den QR-Code nicht akzeptiert. Ja, letztendlich habe ich dann ein Ticket gezogen und das Ticket dann bezahlt, damit ich rauskam für 12 Euro und habe denen aber auch gerade eine Mail geschrieben, dass ich gerne mein Geld wieder haben möchte. Bin mal gespannt, wie die so reagieren, weil ich kann ja nichts mehr, wenn die Anlage kaputt ist. Ey, da bist du im Parkhaus und weiß ich, wie du rauskommst. Das ist schon geil. Und da war auch irgendwie so ein Büro, wo normalerweise jemand ist. So ein Parkhauswächter. War aber keiner da. Kann man auch anrufen. Ich war eine Viertelstunde Warteschleife. Keine Chance. Ganz schön doof. Aber ist so. Ja, heute Abend kochen wir. Ich mache mir Schnitzel, gibt es. Schnitzel mit Reis und Bohnen. Ja, dann sehen wir uns bestimmt nochmal wieder. Ich habe jetzt gerade diesen, weil draußen ist auch irgendwie so Bähwetter irgendwie. Für die Terrasse ist mir da zu kalt, das ist so frisch. Und ja, ich habe mir die Sauna jetzt angemacht und warte, bis die aufgeheizt ist. Und dann bin ich in der Sauna verschwunden. Ja, Pfefferrahmschnitzel, Bohnen, also Prinzessinbohnen mit Speck und Reis. Ist halt ein bisschen schwierig, wenn man nur eine Pfanne hat. Und ja, die Soße habe ich jetzt aus der Tüte genommen, aus der Wese. Schande über mein Kochstudio. Aber für einen Löffel Mehl, für eine Mehlschwitze, kaufe ich eine ganze Packung. Das ist ja eh schon teuer genug. Aber ich hatte Bock auf eine Pfefferrahmsoße. Also, muss er mal eine Packung her. Ne? So,
dann Mahlzeit. Ja, schöne guten Morgen. Donnerstag haben wir. Ja, gestern habe ich wirklich nicht so viel gefilmt. Ich habe auch nicht so viel gemacht. Aber mein Körper war auch im Arsch, würde ich sagen. Ja, jetzt geht's. Ach, ich hatte schon wieder eine wilde Nacht. Ja, nicht so wild, wie ihr jetzt denkt. Beim Umdrehen habe ich meine ganze, ich habe so ein CPAP-Gerät, so ein Atemgerät. Beim Umdrehen habe ich mit dem Schlauch das komplette Gerät auf den Kopf gedreht. Wasser im Schlauch, Wasser auf der Matratze. Oh, da habe ich gedacht, weißt du was, da brauchst du. Das war irgendwie kurz nach vier. Ja, und einschlafen war da nicht mehr. Ja, jetzt mache ich mir Frühstück und dann geht's aufs Bike in ein Naturschutzgebiet. Das wird bestimmt auch cool. Ich habe gerade aber geguckt, Drohne brauche ich wohl nicht mitnehmen, weil ganz schön viele rote Flächen, dann bringt das alles nichts. Das heißt, ich mache eine schöne Tour, aber diesmal nur so 50 Kilometer und ich werde auf Auto fahren, weil mir tut mich immer nur die Beine weh. Ja, völlig zerstört. Alles noch ganz still. Ich frage mich ja, warum der Schuppen auf ist. Kann er von alleine nicht aufgehen, oder? Kommt mir gerade ein bisschen komisch vor mit dem Schuppen, dass er so auf ist, weil auch von alleine. Aber ich habe zum Glück mein Bike hier stehen. So, das Frühstück ist fertig. Dann werde ich mir das mal schmecken lassen. Mit dem Schuppen, das irritiert mich gerade wirklich. Ich meine, wie gesagt, ist nichts drin. Aber da hebt doch keiner den Hebel hoch und macht kein Tier oder so. Egal. Bike steht da im Wohnzimmer, wo die hingehört. Und ja, bis gleich. Many hours later. So, ich bin wieder zurück. 55 Kilometer. War eine schöne Tour. Mir ist aber kalt. Badewanne läuft. Sauna gehe ich erst heute Abend. Ja, war zwischendurch windig. War mit Regenjacke. So, war bäh. Bäh, 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 bäh. Ich würde sagen, der Sommer ist vorbei, der Herbst ist da. Ja, und jetzt gucken wir mal, was der Tag noch bringt. Wir haben erst früh, was haben wir denn? 12:45 Uhr. Und ja, ich guck mal, was hier in der Umgebung noch ist, was man dann noch machen kann. Oder ich mach gar nichts, chill mal einfach. Boah Leute, ich bin wieder zurück. Was ein geiler Laden. Ich habe nur ein paar Fotos eingeblendet und ein kurzes Video, weil ich wollte da nicht mehr so wild filmen. Sehr voll der Laden, aber jetzt nicht störend voll, sondern einfach gut getaktet. Ja, alles auf so Western-Style. Man kommt aus dem Staunen und gucken gar nicht raus. Überall hängt irgendwas an der Wände. Ja, die Servicekräfte, die rennen da mit Cowboy-Hut rum und mit diesen Hosenmanschetten da, diese Lederdinger. Richtig geiler Laden. Also wenn man hier in der Ecke von Groningen ist oder Matlaren,
müsste man hingehen. Richtig, richtig, richtig gut. Also, ja, war lecker. Ich bin auch satt. Ja, und morgen geht's Richtung Heimat, würde ich sagen. Ich gucke gleich aber nochmal bei Komoot. Ich muss bis 10:30 hier raus sein. Kann sein, dass ich zwischen hier und zu Hause dann nochmal einmal anhalte und dann vielleicht nochmal eine kleine Tour mache von 20, 30 Kilometer. Muss ich aber einmal gucken und ich gucke auch, wie das Wetter ist. Weil im Moment zieht es sich zu, es wird sehr windig und ja, dann kann ich auch besser nach Hause fahren. Ne? Jo, ich verabschiede mich heute schon mal von euch und dann sage ich bis morgen, letzter Tag. Ist halt immer doof, wenn man erst um 16 Uhr reinkommt und um 11 Uhr raus muss oder 10:30 raus muss, dann fehlen einem ja quasi 2 Tage. Ne? Ich meine, den ersten Tag, da war ich warum war ich denn hier? Habe ich euch gesagt bestimmt, ne? Weiß ich nicht mehr. Da bin ich auch eine Runde gerade, da war ja auch alles in Ordnung. Nur morgen, sage ich mal, der 11 Uhr raus oder 10:30 raus, ist immer ein bisschen doof. Aber, mein Gott, kriegen wir auch hin, würde ich sagen. Ich bin wahrscheinlich sowieso hier um 7 Uhr verschwunden. Ja, einen schönen guten Morgen wünsche ich Upala. Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, letzter Tag, Freitag. Ich habe schon alles gepackt. Ich bin quasi im Aufbruch, sag ich mal. Es war ein sehr, sehr, sehr schöner Urlaub. Also der Park, der ist richtig gut. Den verlinke ich ja unten drunter. Also ich bekomme da natürlich kein Geld für. Aber das war ein richtig, richtig, richtig cooler Park. Das Haus ist sauber, ordentlich. Mit der Sauna genial. Die Umgebung richtig schön zum Radeln, auch zum Wandern. Ja, einfach perfekt. Jetzt auf dem Heimweg werde ich nochmal an einem Moor anhalten und werde dann nochmal ein Video drehen. Dann nehme ich euch aber nicht mit, aber das seht ihr natürlich dann auf meinem Kanal. Ja, also alles an sich richtig cool. Mögt ihr so Vlogs, sag ich mal, da wird mit Sicherheit nicht so viel geklickt wie andere Touren oder ist halt eher albern, dann lasse ich sowas nämlich nächstes Mal sein. Wobei ich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht weiß, ob ich den rausbringe, weil ich werde das Video schneiden und wenn dann beim Schnitt schon, dann bringe ich den erst gar nicht raus. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wer das bis hierhin geschafft hat. Abonniert beide Kanäle von mir, also Hombies Kochstudio und Hombies Welt. Ich bin in beiden Fällen der Hombie und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!